grundsätzlich geht es heute darum, ich möchte zwei Techniken herzeigen, wie man mit Hilfsmitteln abgewaschene und abgesplitterte und verwitterte Tannen und Winter. Habe ich mit einem Panier-Grundierer grundiert, da sieht man es auch noch einmal, das ist diese graue Schicht, den kennt ihr sicher alle. Das ist der Surface Primer, welche Farbe man verwendet. Ist ganz gut, macht eine saubere Oberfläche. Darauf habe ich dann verschiedene Farben lackiert. Einerseits arbeite ich gern mit den Tamiya-Farben, die kennt ihr bestimmt auch alle. Und andererseits arbeite ich inzwischen ganz gern mit diesen Model Air-Farben von Vallejo. Die Tamiya-Farben, die lassen sich ganz gut verdünnen mit dem Tamiya-Verdünner X20A, mit dem arbeite ich ganz gerne, andere verwenden andere Verdünner. Und bei dem Vallejo Model Air reicht ein destilliertes Wasser zur Verdünnung. Funktioniert ganz wunderbar. Die Tamiya-Farben, die trocknen eigentlich ganz matt auf, da habe ich zwar ein Testbeispiel, wo man sieht, wie matt die auftrocknen, wenn man die heraussprüht. Die Vallejo-Farben, die trocknen seidenmatt auf, ohne eine Grundierung drüber. Und das sind die Tamiya-Farben noch mit einem Purity-Seal von Citadel. Das ist das Mittel, was ich nehme, um immer eine Schutzschicht zu erzeugen. Das heißt, bei jedem Schritt, den ich mache, Grundfarbe, Schutzschicht, Alterung, Schutzschicht, ich verwende eigentlich immer dieses Purity-Seal von Citadel. Man schüttelt das Ding ein bisschen durch. Man schüttelt das Ding ein bisschen durch. Ich nehme jetzt die graue Seite, um das kurz zu zeigen. Wir sprühen drauf. Nicht zu wenig, weil sonst, wenn man zu wenig drauf hat, dann haben wir das Problem, dass die Wirkung nicht so zum Vorschein kommt. Das wird zu sehr aufgelöst. Und dann lassen wir die ganze Geschichte trocknen. Sprühen. Wichtig ist, wenn man so Wintertarnungen sprüht oder Wintertarnungen macht, es soll relativ dick sein zum Runterwaschen, dann, dass man schöne Farbschichten sieht. Und man soll ein bisschen einen Farbverlauf auch reinmachen. Das heißt, man soll manche Stellen heller, fleckiger machen, je nachdem sich an Vorbildfotos halten, wo mehr verwendet worden ist und wo weniger verwendet worden ist. Wenn die Farben dann so ziemlich getrocknet sind, nimmt man einfach ein warmes Wasser. Ich habe da schon eins vorbereitet. Ja. Genau, immer alles vorbereitet. Und man macht es einfach nass, den Pinsel ein bisschen abtupfen, dass er nicht zu sehr saut. Man arbeitet auf kleineren Flächen, tut es zuerst ein bisschen anfeuchten, dass die Farbe ein bisschen reinzieht. Wir wollen auch sowas darstellen, aber mit anderen Mitteln. Und das ist das mit den Farbabplatzern, wo wir irgendwas raufschmieren. Am besten was, wo viel Fett drinnen ist oder was unter dem warmen Wasser runtergeht. Entweder Senf oder Nutella funktioniert genauso. Da tun wir jetzt einfach was rauf, tupfen. Ich nehme so einen normalen Küchenschwamm. Reiß von dem Küchenschwamm meistens irgendwelche
Dinger runter. Ich fange mit kleineren Tupfern an, das heißt, ich tue ein bisschen rauf. So, schauen wir das mal an, tue da irgendwo Probetupfen. Mache dann die kleineren Tupfer. Und die größeren Tupfer, die mache ich dann immer zum Schluss rauf, weil es immer recht schwierig ist. Wenn man zuerst die großen Tupfer hat, dann hat man riesige Flächen, die abgeplatzt sind und da kann man nicht wirklich was machen. Ich mache da. Das war schon wieder das ganze Geheimnis bei der Geschichte. So, und dann sprühe ich einfach das Ganze. Das Ganze wieder beschleunigen. Ein Megaföhn. Man sieht da richtig, wo der Lack aufreißt, wo der Senf ist. Das macht gar nichts. Das spielt gar keine Rolle. So, man kann jetzt wieder das gleiche Spiel machen wie mit den anderen. Man nimmt einfach einen Pinsel mit dem warmen Wasser und dann fängt man an, das runter zu waschen. Im Prinzip anders.